Im letzten Teil hatte ich ja erwähnt, dass ich meinen Rohrrahmen Grundgerüst auch noch versteifen werde. Diese beiden Rohre der X- und Y-Achse versteift habe mit einem inneren Rohr und gefüllt mit Epoxidharz. Die äußeren Rohre sind aber noch wackelig auf den Beinen. Wenn ich Druck ausübe von oben, federt es noch. Wenn die Maschine später läuft, dann hier ein Fräser drin eingespannt ist, der sein Werk verrichtet, wird es Vibrationen geben. Das wird sich auf den Rohrrahmen übertragen und die Rohre werden sich nicht nur durchbiegen, hier in der Mitte, und wenn es nur 3/10 sind, sondern sie werden auch vibrieren. Um dies zu unterbinden, habe ich mir eine einfache Lösung ausgedacht. Ich habe als Arbeitsplatte hier Laminat verwendet, was ich aufgeklebt habe mit Montagekleber. Und warum soll ich nicht eine komplette Unterstützung der Rohre ebenfalls mit Laminat machen? Genau das gleiche Laminat, damit es einheitlich aussieht, wird hier auf Höhe geschnitten, komplett hier ausgeschnitten und dann hier reingeschoben. Also ich habe dann eine Unterstützung zu 100% des Rohrrahmens dann. Ich messe mir jeweils den Abstand von Nut zu Nut. Dann habe ich schon erstmal die Länge. In diesem Fall 60, 70, 76, 7. Also würde ich sagen 76,5. Das müsste hier identisch sein. 76,7. Also 76,5. Zweimal auf Länge. Ich habe jetzt mein Laminat auf Länge geschnitten, hier ausgespart wegen der Klötze. Jetzt kann ich das saugend unter die Rohre drunter schieben und in die Profile einschieben. Nun heißt es wieder von unten die Schrauben lösen. Die Schrauben sind gelöst. Jetzt kann ich hoffentlich runterkommen. So. Dadurch, dass ich hier außen noch mal eine Einhausung drumherum baue, sieht man diese Fläche hier von außen nicht. Also drehe ich es rum, kommt die rohe Seite des Laminats nach außen, welches wie gesagt später nicht mehr sichtbar ist. Hier eingeschoben. Drücken wir genau dasselbe. So soll es sein, so kann es bleiben, so habe ich es mir gewünscht. So dachte ich mir das. Jetzt habe ich eine Unterstützung der äußeren Rohre zu 100%. Ich möchte jetzt nur noch, um es exakt zu machen, unten zur Arbeitsplatte und zum Rohren hin in der Anschlussfuge mit Silikon noch eine Fuge ziehen, dass es auch schön abgedichtet ist für Spanflug nach außen dann.
geht's. Der Untergrund ist gereinigt. Die Düse schräg angeschnitten. Und jetzt ziehe ich ringsherum eine Raupe Silikon. Dann kommt ein Glättmittel zum Einsatz und mit dem berühmten Eisstäbchen werden die Silikonfugen jetzt abgezogen, sodass eine gleichmäßige Silikonraupe entsteht. Und mit den Finger geglättet. Und das gleiche im gesamten Inneren. Es ist jetzt ringsherum eine Silikonfuge gezogen. Ich kann so viel Druck, wie ich will, aufbringen. Hier biegt sich überhaupt nichts durch. Jetzt werden noch die restlichen Riemenspanner montiert. Weiter soll es gehen mit den Zahnriemenscheiben, die auf die NEMA-Motoren kommen, und den GT2-Riemen. Jetzt werden die Abdeckkappen wieder demontiert. Da war ich schon wieder zu schnell. Jetzt kommen die Zahnriemenscheiben. Immer darauf zu achten, von den zwei Matenschrauben, dass eine auf jeden Fall auf die flach gefräste Fläche zeigt. Wir kommen also mit den Matenschrauben nach außen und sollten in einer Flucht sein mit den beiden Kugellagern. 5 Meter Rolle GT2 Riemen sollte reichen. Das Fädel ist erstmal hier durch. So ist es angedacht. Der Zahnriemen kommt hier oben rein. Dreht sich hier einmal hier rum und wird später mit dieser Inbusschraube gespannt. So. Einmal hier drum gelegt. Hier wieder zurück. Jawohl. Sehr passgenau gedruckt. Und der restliche Zahnriemen, der hier rausschaut, wird dann abgeschnitten. Auch hier wieder auf dieser Seite mit dieser Inbusschraube gespannt. Wie groß die Spannung des Zahnriemens letztendlich sein soll, das muss ich dann nochmal austesten. Nipp und fertig ist es. Deckel wieder drauf, denn schließlich kann man die ja von außen spannen. Diese Zahnriemenscheibe, das Zahnriemenrad, zentriert sich selber
wenn man es locker lässt und hin und her fährt und dann im Prinzip festschraubt. Dasselbe auf der zweiten Achse, noch einmal locker schrauben. Alle beiden Matenschrauben. Einmal hin und her fahren. Und dann ist die Zahnriemenscheibe zentriert. Die GT2-Riemen sind jetzt alle verbaut. Das war jetzt eine 5 Meter Rolle. Ich kann euch genau sagen, wie viel ich benötigt habe. Von den 5 Metern sind noch 40 cm übrig. Also 4,60 Meter habe ich für meine Version benötigt. Das mit den Riemenspannern klappt hervorragend. Weiter geht's jetzt mit der Montage meiner Werkzeughalterung. Ich hatte auf Hinkiverse mit diese Teile ausgesucht. Das sind die Grundhalterung für die Spindel, die ich jetzt mal kurz einblende. Ich habe mich entschieden für die Marfell FM1000. Ich habe richtig viel gutes, positives Feedback zu der Fräse gehört und diese kommt bei mir hier zum Einsatz. So, deswegen habe ich mir diese zwei Halter gedruckt, die ich jetzt erstmal montieren werde. Jeweils 6 Schrauben M4 x 20 mm werden benötigt. Die Gegenmotoren auf der Rückseite werden ja fixiert durch den Montagekleber. Der unterste Halter ist befestigt. Die Halterung ist fertig punktiert. Hier nochmal gut zu sehen, wie die 4 Kugellager oder 8, das sind ja eigentlich 12 Kugellager, die Z-Achse hoch und runter führen. Im letzten Video hatte ich kurz angerissen, worum handelt es sich wohl um diese Teile. Ich möchte nicht wie viele andere die Stromkabel von der Spindel, von den Endschaltern und von dem NEMA-Motor über Schleppketten hier rüber führen, nach vorne, sondern ich habe mir überlegt, oder meine Idee war, dass ich alle stromführenden Kabel von der Spindel, von den Endstops, von dem NEMA-Motor nach oben abführe, und zwar mit Spiralkabel. Ich blende es mal kurz ein. Aus diesem Grunde habe ich mir Teile erstellt mit Fusion 360. Einmal diese Grundhalterung, die ich hier jetzt gleich einkleben werde. Auf diese Grundhalterung kommt diese Grundplatte drauf mit zwei Löchern, halt so rum, wird fest verschraubt. Und auf diese Platte kommt meine Strombox. Diese Strombox, die hier oben montiert wird, hat 8 verschiedene Stecker. Einmal hier 4-polige und teilweise 2-polige. Die Anschlüsse. Der hinterste Anschluss, der 4-polige Stecker, da wird mein Stepper-Motor angeschlossen. Auf der Vorderseite Richtung Spindel wird an den 2-poligen Stecker meine Spindel montiert. An den 4-poligen Stecker kann wahlweise später mal ein Laser montiert werden. Oder hier habe ich nochmal einen Steckplatz frei. Wir kommen noch, je nachdem was nicht verwendet wird, Abdeckkappen drauf. Zusätzlich zum Verschrauben wird es nochmal geklebt. Mit meinem beliebten Montagekleber.
Wunderbar. Die Box wird jetzt befestigt mit 4 Inbusschrauben. Diesen Würfel werde ich auch demnächst in die Videobeschreibung mit reinsetzen. Diesen Link zu Thingiverse. Ich habe das Teil noch nicht selber hochgeladen. So, sieht man es nochmal von innen. Kommt dann hier so drauf. Und wird verschraubt. Bei der Montage dieser Abdeckkappen oder dieser Deckel ist mir leider das erste schon durchgebrochen. Darum habe ich mich entschieden zu eluxierte Aluminiumprofil 10 x 20 mm. Das bringe ich jetzt auf Länge. Winkel Alu eloxiert, passend zu meinen Bosch Rexroth Profilen. Im nächsten Video soll es weitergehen, dann mit der Verkabelung meiner Strombox, die NEMA Stepper Motor. Wie löse ich das mit den Steckverbindungen? Dann führe ich die Kabel durch und ich werde mich um die Endstops kümmern. Ich glaube, da gibt es eine kleine Veränderung.